Had somebody peek on Envy's side, and well, that's what happens when you go around the corner happy with one dig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Hallo und herzlich willkommen zur MLG Columbus Pick and Challenge zum Finale. Und diesmal ist auch Lenk wieder dabei. Ja, was heißt denn dieses Mal? Ach ja, stimmt. Ja, schon gut, ich hab mich vertan. Auf jeden Fall, Navi gegen Luminosity ist das große Finale. Und wenn ich das richtig habe, dann ist der Goldcoin sicher. Dann sind das nämlich genau die 10 Punkte, die mir fehlen. Also hätte ich ihm hier noch einen falsch gehabt, dann würde mir ein Punkt zum Gold fehlen. Aber, okay. Ja, was würdest du denn sagen? Ich würde sagen Navi, oder? Ja, ich bin auch auf Navi. Also wir sind beide auf Navi, weil wir einfach denken, dass Navi viel stärker ist. Also das heißt viel, die sind auf jeden Fall stärker. Haben besser abgeschnitten gegen Astralis und ne? Ich muss gerade leider kurz in den Stream reingucken, nebenbei. Und deswegen gehen wir auf Navi. Aber kommen wir mal eben zum Fantasy-Team, da ist das nämlich nicht so einfach. Obwohl eigentlich schon, aber das letzte war ziemlich gut. Fallen hat mir einfach 136 Punkte gebracht und Hiko 93. Mir hat gar. Also. Warte ich als Sniper? Doch, Guardian, der hat mir nicht so viel gebracht, leider. Und Edward hat auch 80 Punkte gebracht, also das war schon sehr erfolgreich, der Tag. Und ja, das letzte Fantasy-Team, da habe ich im Kommando Edward, als Clutch gegen Cold Zera, als Echo Warrior Zeast, als Entry Fragger Flamey und als Sniper Fallen. Ich habe in meinem Team, also ich werde sowieso nicht mehr auf Gold kommen, nie im Leben, aber zumindest Silber wäre ja was, da habe ich im letzten Team als Kommando Edward, als Clutch King Cold Zera, als Echo Warrior Flamey, als Entry Fragger Guardian, als Sniper Fallen. Guardian hat auch gestern viel geentried wieder. Okay. Wo es ja auch gute Punkte gebracht. Okay. Ja. Jetzt erstmal Kapseln auf. Also ich weiß nicht, ich glaube, Gold wird richtig schwierig. Da muss ich schon jetzt richtig reinlacken mit dem Team. Ansonsten wird es halt hier Silber und wenn ich Navi richtig habe, da Gold. Und wenn nicht, dann ist es halt bei beiden Silber. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, weil ich richtig hohe Punktzahlen erreicht habe. Und das ist auch schon eine große Ehre. Und dann würde ich mal sagen, das war jetzt das vorletzte Video. Es kommt noch ein Fazit, wo wir ein bisschen über das Major sprechen und wie es so verlaufen ist und wann das nächste ist und mit ein paar Infos. Das nächste steht noch gar nicht fest, mein Freund. Also, und und das kommt dann morgen. Haut da rein. Ciao.